Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu eurem Lieblingsreisemagazin. Du hast Urlaub, mein lieber Boris. Und ich übernehme jetzt. Es gibt die schönsten Bilder von Aida Bella. Jessie tanzt mit Thorsten und dann noch Rossini et Sie. Viel Spaß und bitteschön. Es ist 10 Uhr morgens, Boris trinkt seinen Kaffee im Urlaub und wir zeigen euch jetzt, wie schön unsere Aida Bella ist von der Luft aus. Hallo, ich bin Jessica, ich bin Showmanager auf Aida Bella und davor war ich auf der Stella mit Thorsten Joost und da haben sie uns in ein Tanzbattle reingequatscht. Aber wir haben echt alles gegeben. Wir haben zwei Tänzer bei uns. Die haben richtig Lust auf das, was jetzt kommt und das sind Molly und Chris. Einen großen Applaus für unsere Aida-Stars, Molly und Chris. Wir machen eine Dance-Battle. Yeah, geil. So, nächstes Lied. Molly, Chris, it's your turn. Unser sah ganz genauso aus. Ja, mein Team, was glauben Sie denn, wer das denen beigebracht hat? Den nächsten Dance-Move. Ach, hey, hier auch so noch. Wir müssen jetzt einkaufen. Komm her. Wir gehen einkaufen. Du bist meine Frau, du holst mir die Sachen runter. Ich hab den Wagen. It's not unusual to see me cry. I wanna die. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt so einen Lift machen. So eine Hebefigur nennt man Lift. Wie müssen wir denn noch machen? Willst du mich liften? Was ist denn Flow Dance? Okay, wir machen Yoga, das ist gut für uns. Und zwar machen wir den Sonnenuntergang, der vom pinkelnden Hund geküsst wird. So, Jessie, du musst jetzt noch hierbleiben. Und zwar freue ich mich jetzt ganz besonders darauf. Dieser Hund, der den Sonnenuntergang küsst, das ist aber auch... Nein, ich kann nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt... Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Die gesamten Aida-Stars, die Techniker, die gerade Zeit haben, unsere Dresser mit einem Kölschen Lied. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Vielen Dank, Jessie, für die letzten Wochen, die wir zusammen verbringen durften. Thank you very much, guys. Big surprise. Und es ist natürlich schon immer emotional, gerade Debbie und Jessie werden sie nie mehr sehen, deswegen kann man das verstehen, dass da die eine oder andere Träne fließt. Wir haben noch einen Kuchen für dich. Dankeschön. Jessica Schmitz, unsere Showmanagerin. Da der Boris ja momentan im Urlaub ist, übernehmen der Sascha und ich heute mal seine Aufgabe. In der vergangenen Reise gab es statt Rossini einmal anders ein ganz besonderes Highlight für unsere Gäste. Sascha und ich haben gemeinsam Rossini et Sie
auf Aida Bella durchgeführt. Was wir genau gemacht haben, das sehen Sie jetzt. Bitteschön. Wir haben heute Rossini einmal anders umbenannt in Rossini at Sea. Da wir uns auf See befinden, an einem wunderschönen Seetag auf dem Weg nach Phukok, haben wir uns überlegt, unseren Gästen einmal was ganz, ganz anderes zu bieten. Nämlich einen Ort, an dem selbst wir als Crew nicht so oft hinkommen. Und deswegen befinden wir uns hier an der Mooring Station. Und es ist ein Bereich, der eigentlich für die Gäste so nicht zugänglich ist. Ich bin Sous-Chef im Rossini auf der Aida Bella, zuständig auch hier an Bord für die drei à la carte Restaurants und bin seit 14 Jahren bei Aida schon dabei. Wir haben vorweg hier in der Mooring Station ein kleines Fingerfood-Buffet aufgebaut. Canapés, richtig schön mediterrane Küche. Nicht nur die Location ist hier mal was Besonderes, was anderes, auch das Essen ist richtig, richtig lecker. Also schmeckt bisher alles super gut. Die Veranstaltung ist ganz toll und fantastisch. Ne? So, man kommt ja nie irgendwo so hin. Ne? Also ist sehr, sehr beeindruckend, die ganze Geschichte. Ne? Die Seile sind schon enorm. Also das ist schon eine Wucht. Das war schon eine sehr große Überraschung. Ich denke, hier kommt man nie wieder so schnell hin einfach. Mein Name ist Lydia, ich bin eine von vielen Reiseberatern an Bord von der AIDA-Flotte. Und wenn Sie natürlich gerne mehr ums Reisen rund um AIDA erfahren möchten, dann gehen Sie gerne in die Reisebüros an Land oder auf www.aida.de. Ja, oder kommen Sie direkt zu uns an Bord unserer AIDA-Flotte und dann beraten wir Sie natürlich unheimlich gerne. Ja, und was kommt jetzt natürlich zum Schluss? Die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Eidfjord und Orlesund. Danach geht es nach Hellesylt und Geiranger durch einen der schönsten Fjorde Norwegens. Noch ein Halt in Bergen und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Warnemünde. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche mit der weltallerschönsten Musik. Und diesmal von Lydia, weil die hat nämlich gestern hier gesungen und die kann richtig toll singen. Glaubt ihr nicht? Seht ihr jetzt. Ja. Ja. Doch. Na logisch.